Lang lebe die Kiezkneipe. Diesem Motto hat sich Berlins Traditions- und Kultbiermarke Schultheiß komplett verschrieben. Und weil dies nicht nur ein Motto, sondern mehr denn je ein Versprechen ist, gibt es immer wieder Aktionen der Brauerei gegen das Vergessen der typischen Berliner Kult-Kiezkneipen. Weil es ein Stück Menschlichkeit ist, wo alle sich treffen, was Persönliches, wo einer für den anderen da ist, wo jeder sich kennt. Wenn man woanders hingeht, ist es unpersönlich. Man kennt niemanden, man sagt guten Tag und ist für sich. Und in der Kiezkneipe ist jeder für jeden da und spricht mit jedem. Und egal, ob das ein Generaldirektor ist oder der Kaiser von China. Das ist einfach nur schön, weil man erlebt jeden Tag was anderes. Die Menschen sind anders. Und vor allen Dingen merkt man das auch, wenn die Leute sich in der Kiezkneipe wohlfühlen. Die fühlen sich einfach zu Hause und das merkt man. Die fühlen sich wohl. Und wer sich wohlfühlt, kommt immer wieder. Und das ist eine Kiezkneipe. Eine dieser Aktionen ist die lange Nacht der Kiezkneipen. Dafür schickte die Kultmarke 6 Busse voller glücklicher Gewinner in 18 Berliner Kiezkneipen. Es wurde gelacht, getrunken und manchmal auch gesungen. Und alle. Hey, oh, spann den Wagen an, denn der Wind treibt Regen übers Land. Hol die goldenen Gaben, hol die goldenen Gaben. Hey, oh, spann den Wagen an, denn der Wind treibt Regen übers Land. Neben frisch gezapftem Schultheißbier gibt es während der Fahrt auch etwas für die Lachmuskeln im Comedy-Bus von Schröderreisen. Im Rahmen der humoristischen Stadtrundfahrt werden bei jeder der 6 Fahrten 3 Kneipenbesuche eingelegt. Kneipe und Comedy, letztlich eine Mischung, die nachhaltig beeinflusst. Setz dich hier hin Abend und guck dich um. Das ist komplett 1:1 zu übernehmen. Also man trifft wirklich Typen und wenn du das drauf schaffst, so wie die das, dann hast du eine Bühnenfigur. Also ist absolut inspirierend, würde ich sagen, für Comedy. Auch die Gespräche, die laufen. Ne? Ich komme aus Westfalen, da wird nicht gesprochen in der Kiezkneipe. Hier in Berlin tauscht man sich wenigstens noch aus. In Westfalen ist so ein Dialog eigentlich mehr so, und? Ja, muss. Und läuft? Ja, es geht. Und wie geht's? Es läuft. Und so ist der Abend in Westfalen und da ist hier in Berlin ist wirklich sehr lebendig und angenehm. Ein gutes Bier, ein gepflegtes Wort, eine gemütliche Atmosphäre. Zur späteren Stunde findet jeder seinen Platz, auch wenn dieser vielleicht schon altbekannt ist. Ich bin gebürtiger Berliner, auch echter Moabiter. Wo wir gerade sind, das ist meine Stammkneipe. Also hier bin ich richtig gerne. Nicht die ganze Nacht, aber ich glaube, ich war hier schon zu jeder Tageszeit. Hat 24 Stunden auf, in 7 Tagen. Man munkelt, es gibt kein Schloss. Ja, warum mir das wichtig ist. Naja, sagen wir mal so, ich mag beide Seiten von Berlin. Ich mag Berlin modern, jung, international. Aber irgendwie mag ich Berlin auch genauso, wie es hier ist. Nämlich einfach rustikal und ehrlich. Berlins Kiezkneipen haben viel zu bieten. Und darum statten sie ihrer Lokalität des Vertrauens doch auch mal wieder einen Besuch ab. Denn nicht nur Schultheiß weiß, lang lebe die Kiezkneipe.